Also wir befinden uns hier auf der Bundesstraße 31 zwischen Kirchzarte und Himmelreich. Es ist passiert ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen, 2 PKWs und ein LKW. Als wir angekommen sind, waren die Personen alle schon draußen. Ich habe also lange den LKW-Fahrer vor mir gehabt und tue halt hinter ihm her und denkt da nichts Böses. Auf einmal ist gleich der Golf auf meiner Seite quasi mit der Breitseite. Und man sieht gerade, dass er ist auf der Breitseite, weil er quasi den LKW touchiert hat in dem Moment. Und durch das Bremsen an der Böschung im Gras hat es mich halt dann quasi umgeworfen. Und der Golffahrer ist glücklicherweise auch hinter mir zum Stehen gekommen. Die Kollision war vor mir und hinter mir ist er dann zum Stehen gekommen. Also war eine relativ knappe Geschichte. Wir haben kontrolliert auslaufende Flüssigkeiten, die wir dann auch aufgefangen haben. Die Personen sind schon vom Rettungsdienst betreut worden. Und im Moment müssen wir auf weitere Anweisungen der Polizei warten, bis entsprechende Bergungsunternehmen kommen, bis wir die entsprechenden Stoffe auf der Fahrbahn nochmal aufnehmen können, beziehungsweise die Bergung unterstützen können. Weiter aus unserer Sicht können wir eigentlich nicht viel dazu sagen, weil als wir gekommen sind, haben wir die Lage so vorgefunden, wie Sie sie jetzt auch gesehen haben. Deswegen können wir da eigentlich nicht viel dazu sagen. Was man nur sagen kann, dass aus diesem Wrack der Fahrer, wie gesagt, schon befreit war und wir keine Befreiung mit technischem Gerät vornehmen mussten.